Good morning, good morning, everybody. An diesem Montagmorgen. Wir haben noch nicht mal 24 Stunden jetzt, sondern 23 Stunden und 56 Minuten bis zum Live-Training. 5 Schritte in dein eigenes Business mit Kind und Kegel. Heute freue ich mich sehr, dass ich ein super, super gutes Beispiel gefunden habe zum Thema, wie man sich selbstständig macht mit Kind, mit Kegel, vom Thema her, von der Wertschätzung her, von der Herangehensweise, wie funktioniert das mit Offline und Online und so weiter. Also wir sind quasi Nachbarn von diesem. Ich freue mich sehr heute auf Regina aus Fürstenwalde mir live zugeschalten. Wir wurden, für die, die es nicht wissen, ungefähr 25 Kilometer auseinander. Also wir sind quasi Nachbarn. Und ich freue mich sehr, dass Regina da ist. Guten Morgen erstmal. Hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass ich da bin. Genau, wir sprechen über Gesichter hinter der Story. Das ist die große Idee dieser Serie, zu zeigen, okay, welche realistischen Gründungsgeschichten gibt es eigentlich? Welche Jobs gibt es eigentlich, die es vorher offline gab, die wir jetzt online machen zum Beispiel? Und wie kann so eine Gründungsgeschichte einfach aussehen? Von der man her, Regina, am besten ist, wir reden heute über Unternehmerin Dank Baby. Ich bin sehr, das ist auch eine schöne Sichtweise der Dinge, ja? Also erzähl mal, stell dich kurz vor und erzähl mal einmal ganz kurz, wer du bist, was du machst überhaupt und was dich qualifiziert hat heute. Ja, danke Katrin für die Vorstellung und danke für die Einladung. Ja, ich bin Regina Schmidt, östlich von Berlin lebe ich und ich bin tatsächlich in meiner ersten Elternzeit so ganz klassisch aus einem ganz gemütlichen Angestelltenverhältnis dann so in die Selbstständigkeit gestolpert. Nicht so, weil ich gedacht habe, ich wollte schon immer selbstständig sein, sondern ja, irgendwie hat sich so entwickelt. Also ich habe schon immer gesucht nach, kann ich was anders machen? Also der Job, den ich hatte, war nie mein Traumjob. Ich wollte mich schon immer verändern, aber irgendwie so, ich weiß gar nicht, was ich kann. Wer nimmt mich überhaupt? Und dann bin ich tatsächlich, also erstmal in meinem alten Berufsfeld geblieben für ein paar Monate. Ich dachte mal, ich mache Webseiten für andere. Was hast du gemacht vorher? Also was war dein alter Job quasi? Also ich habe Geoökologie studiert, also Umwelt im weitesten Sinne und dann in einer wissenschaftlichen Einrichtung Datenmanagement, das Intranet, die Webseiten irgendwie so, also nicht alles, aber von allem so ein bisschen und vor allen Dingen auch immer mit dem Gefühl, ja, ich kriege das schon hin, ich finde das selber raus, wie ich es mache. Aber so richtig toll fand ich es auch nicht. Also ich bin jetzt auch nicht die Programmiererin, wo ich sage, ich bewerbe mich deswegen jetzt auf diese Top-Programmierjobs. Und das ist auch, weiß nicht, ich hatte vor Jahren auch mal, also in der Jugend noch, ne, so eine Bücher ausgefüllt, so was will ich mal werden und was nicht. Und da kam es immer raus, so also am Schreibtisch sitzen den ganzen Tag und Bildschirmarbeit ist echt nicht mein Fall. Und am Ende bin ich irgendwie auf einmal dort gelandet, wo ich gar nicht sein wollte. Genau, und wie es dann dazu kam, dass ich jetzt bei der Bewegung gelandet bin, war tatsächlich, dass ich mich mit meiner Tochter, die war ja ein paar Monate alt, angemeldet habe für einen Fit-Dank-Baby-Kurs, also einen Sportkurs für Mamas mit Babys. Und ja, ich habe immer schon einfach auf die Jobseiten geklickt, ne? Auf jeder Webseite, wo ich war. Einfach mal gucken, ne? Mal gucken, was es so gibt in der Welt. Und dann konnte man dort eine Ausbildung machen. Also ich bin dann auch mit Dank Baby, also einem Lizenzmodell, gestartet in die Selbstständigkeit, also nebenberuflich auch. Und nach der Elternzeit hatte ich dann 2 Tage Sport und 3 Tage Büro. Und das war für mich so der perfekte Einstieg, weil ich musste nicht irgendwie, ich hatte nicht den Druck, das muss jetzt super rentabel sein, sofort von Tag 1. Und ich wusste ja auch gar nicht, ob das wirklich was für mich ist. Also ich liebe das tatsächlich, mich einfach so ein bisschen von meinem, ja, vom Gefühl, vom Spaß leiten zu lassen. Also ich gehe dorthin, wo ich sage, das ist jetzt echt was ich toll finde. Und ich war auch ehrlich gesagt davor überhaupt nicht großartig sportlich, ne? Also ja, so. Ich finde das sehr, sehr bemerkenswert, weil ich beobachte das jetzt schon eine ganze Weile auch auf Instagram, was du so machst und so. Und ich finde das so cool, weil wenn du das so erzählst, dann kann ich mir richtig vorstellen, wie du eigentlich einen relativ zurückgezogenen Joballtag hast. Alles ist ganz leise gedämpft und ganz ruhig und super spießig. Und wie das gehen kann, dass wenn du halt merkst, okay, irgendwie zieht es mich,
das, also Regina ist, glaube ich, mit einer der aktivsten bei mir im Feed auf jeden Fall, wenn es darum geht, alle Formate auch zu spielen. Also Reels zu machen, Posting, Stories, dies, das, wo ich wirklich denke, so, das finde ich, also so fleißig bin ich nicht auf dem Thema. Ich denke so, Also es hat sich auch erst so jetzt Anfang des Jahres entwickelt. Also Instagram war für mich eigentlich immer nur so, ach, das gibt's irgendwo. Und letztes Jahr war ich noch mehr, dachte ich, ich müsste jetzt über die Facebook-Gruppe Kunden gewinnen. Und dann kamen diese Reels auf und ich dachte, was ist das denn für ein Blödsinn? Und dann war, ich glaube im Februar, meine Tochter war eine Woche bei den Großeltern und ich hatte irgendwie Zeit und Raum für mich und habe gedacht, ach, jetzt probierst du das nochmal. Und es hat auf einmal so Spaß gemacht und ich gebe ganz offen zu, ich habe keinen Content-Plan. Auch das, also das ist sowas, was sich bei mir durchzieht. Viel Spontanität, ich weiß, es funktioniert nicht für jede. Und ich mache einfach das, worauf ich Lust habe. Und wenn ich eine Woche habe, wo ich keine Zeit habe, dann nutze ich halt irgendwie einen alten Post von letztem Jahr. Da kommt das dann einfach per Klick online. Also da kann man sich dann mit der Zeit auch was aufbauen. Aber ich war auch lange nicht so aktiv. Aber es geht eher tatsächlich um diese Herausforderung der Sichtbarkeit, ne? Also sich auch wirklich zu zeigen und rauszugehen und zu sagen, so okay, ich bin halt so, wie ich bin und ich mache das halt so gut, wie ich kann und fertig ist. Und das ist wahrscheinlich was deine Kunden halt sehr angenehm empfinden, ne? Dass es sehr nahbar ist, glaube ich, oder? Ja, ich denke auch. Und vor allen Dingen, es bringt halt auch nichts, wenn ich sage, okay, ich mache mich immer vorher super schick. Gut, ich kämme mir schon nochmal die Haare und ich lege meistens mittlerweile so ein bisschen Lipgloss auf, dass ich dann nicht ganz so bleiche Lippen habe. Und das reicht dann aber auch. Oder vielleicht nochmal irgendwie ein Oberteil in Branding-Farben, wenn gerade eins noch im Schrank liegt. Und dann, also das ist so mein Schickmachen für draußen. Aber es ist ja auch so wichtig, also ich habe auch in dem Training, auch in dem Online-Training, was ich jetzt anbiete, das sind, ich sag mal, auch einfache Videos, die sind jetzt nicht durch irgendwelche super professionellen Studios gejagt. Also ich miete mich jetzt nicht Monate irgendwo ein, um dann nur einen Online-Kurs zu erstellen, sondern das entsteht einfach so auch. Also ich gehe da sonntags in mein Studio, wo ich auch vor Ort Kurse gebe und dann mache ich Laptops an und Kameras an und dann wird das auch gezeichnet und das wird auch genutzt. Also das ist halt eben auch mein Stil, mit dem ich gut fahre und mit dem die Frauen auch gut klarkommen. Ja, total. Also ich meine, du machst ja Beckenbodentraining, weißt du, ich meine? Also du machst ja, wenn du jetzt natürlich Video-Editor wärst und anderen zeigst, wie man geile Videos macht, dann macht es halt Sinn, wenn dein Video auch richtig geil ist. Wenn das nicht der Fall ist, ist das meistens nachrangig übrigens. Also für alle, die jetzt überlegen, es ist meistens nachrangig. Also auch unsere Videos sehen mittlerweile richtig cool aus, aber ja, wir sind keine Videoschool. Also von der Warte, darum geht es nicht. Es geht darum, jemanden vielleicht optisch nicht zu beleidigen. Das wäre schön, aber mehr auch nicht. Erzähl mal ganz kurz, so Fit Dank Baby ist ja ein Lizenzmodell. Kannst du mal kurz einmal abreißen? Weil jetzt bist du ja online mit Beckenbodentraining, du hast eine Praxis. Also erzähl mal, wie sich das so entwickelt hat. Also weil das ist ja schon die Frage nachher nach dem passenden Geschäftsmodell. Ja. Also und genau, wir haben im Vorfeld ja darüber gesprochen, bei euch stehen ja familiäre Veränderungen an, die auch entsprechend unternehmerische Veränderungen. Genau, ich zeige mich mal hier von der Seite. Also da kommt das nächste Baby und ich glaube, nur deshalb schaffe ich es gerade auch langsam unternehmerisch zu denken. Also ich bin noch lange nicht dort angekommen, wo ich sage, ich versorge die Familie. Das ist gerade immer noch umgekehrt, sage ich jetzt mal ganz offen. Aber es ist mir trotzdem wichtig, hier ja nicht aufzuhören, zu sagen, okay, ich mache jetzt komplett Pause, während das Baby kommt, sondern ich habe Trainerin, das Training läuft weiter. Also nicht alles natürlich. Und ich brauche ein bisschen Vorbereitungszeit, aber ich glaube, ohne Schwangerschaft wäre ich vielleicht noch gar nicht dort. Also da würde ich vielleicht gucken, dass ich meinen Terminkalender vollkriege mit Einzeltrainings und so, was ja auch irgendwie, also da dachte ich schon vor 2 Jahren, das ist für mich irgendwie auch keine Option, 20 Leute gleichzeitig im Einzeltraining zu betreuen, wie ich das von anderen Trainern kenne. Ja. Das ist für mich auch irgendwie zu viel im Kopf. Genau, also wie hat sich's entwickelt? Ich bin tatsächlich immer noch Fit-Dank-Baby-Trainerin, aber es war mir schon auch bald klar, das klappt nicht damit, ein Unternehmen aufzubauen. Also wenn ich da einen Raum habe mit 8 Frauen, normalerweise mache ich 8 maximal, einfach damit es auch so noch für die Babys in Ordnung ist. Auch ich finde es anstrengender, wenn mehr da sind. Und
ja, da ruft man keine Stundensätze auf, wie jetzt im Dienstleistungsbereich, sage ich mal, Unternehmensberatung, was du machst, das kannst du wirklich nicht vergleichen. Und vor Corona hatte ich dann einfach zum Teil 3 Kurse nacheinander an dem einen Tag, an dem anderen Tag hatte ich Outdoor-Kurse oder an einem anderen Ort bin ich anders hingefahren. Und es war schon auch anstrengend. Also heute weiß ich gar nicht mehr, wie ich die 3 Kurse nacheinander gemacht habe. Und trotzdem ist dann, also ist man davon nicht reich, auch wenn, also ich sag mal so, wenn ihr das ausrechnet, natürlich, ich zahle so und so viel Kursgebühr und dann kommen da irgendwie 10 überschlagen. Es bleibt am Ende trotzdem nicht viel übrig. Und für mich war erst der erste Gedanke, okay, ich mache mehr Einzeltraining, also hochwertiges Einzeltraining. Also ich habe natürlich immer wieder, haben wir im Vorgespräch nochmal alles gehabt, wer hat natürlich mich weitergebildet. Also vom einfach nur Fitness für Mamas ging es dann immer mehr in die Frauengesundheit, weil mich das, was mich so interessiert. Also mir geht es nicht so sehr darum, die Babys zu bespaßen und Babyentwicklung. Das ist auch immer das, was in meinen Kursen so ein bisschen hinten ansteht, gehört auch dazu. Aber genau, da ging es immer mehr um Frauengesundheit, bis ich dann, ja, ich habe im Fitnessstudio auch noch Pilates-Kurse gegeben. Mhm. Also es waren einfach viele Sachen, also viel Zeit für wenig Geld. Ja. Volkshochschulkurse, sowas. Also da habe ich mich aber einfach ein bisschen ja, gestreut, nicht nur eben auf Mama und Baby fokussiert. Also es ging immer um die Frauen, um Frauengesundheit und ja, tatsächlich habe ich dann erst auch mit der Corona-Zeit, wo ich dann auf einmal alle Kurse auf einmal absagen musste, gedacht, okay, jetzt muss ich was ändern. Und ich würde also gerne noch kurz einwerfen, also für die, die es nicht wissen, Fürstenwalde ist so, lass mich lügen, 20 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Ich sage es deswegen, weil ich weiß, dass wir zwischen Berlin und Polen. Also genau, weil, also ich sage es deswegen einfach nur, weil es eine übergeordnete Rolle spielt, weil wir natürlich immer mal wieder auch diese Fragen haben, aller, ich wohne in einer strukturschwachen Gegend, lohnt sich das für mich und so weiter. Und gerade online lohnt sich das für euch so, so sehr, weil ihr eben nicht davon abhängig seid, wer bei euch vor der Tür wohnt. Also hast du damit Erfahrungen gemacht, Regina? Wie ist das jetzt? Also kommen die jetzt alle sozusagen aus der Region, die du quasi vorher im Studio hattest? Oder ist das? Also ich habe von ganz überall her, also tatsächlich eine gerade aus Wien. Ich hatte Anfang des Jahres auch eine aus Italien mit dabei. Also natürlich alles deutschsprachig. Und es hat aber angefangen tatsächlich, als ich ja, wegen Corona umgestellt hat, dass ich meiner Mutter gesagt habe, ach, ich mache jetzt Online-Training, du kannst mitmachen. Und die wohnt halt auch irgendwie so 600 Kilometer weg. Und auch meine beste Freundin, die noch aus Kindheitstagen dort in der Gegend wohnt. Und damit hat es angefangen, dass ich einfach Frauen hatte, die von weiter weg sind. Und am Anfang waren auch einige schon noch dabei, die natürlich mich schon kannten von vor Ort. Aber tatsächlich kommen jetzt die Anfragen auch über online. Und das Interessante ist, Anfragen, die ich von vor Ort habe, die kommen dann oft doch nicht so richtig zustande. Also entweder, weil es dann auch am Geld liegt, also so jetzt für Einzeltraining, oder ich weiß nicht, vielleicht, ich kann es jetzt gar nicht so sagen. Ja, ich glaube, am Anfang war es auch so, wenn ich welche im Gruppentraining hatte und dann war Corona und ich sagte, okay, ich mache jetzt Einzeltraining, aber das kostet jetzt so und so viel. Und ich so, das kann ich mir nicht leisten. Und na klar, ist das ein Unterschied. Aber so jetzt, das Gruppentraining ist ja auch, ich sag mal, bezahlbar wie normaler Fitnessstudio-Tarif. Das ist auf jeden Fall machbar. Aber es ist schon ein Unterschied. Also aber im Sinne der eigenen Freiheit. Du kannst halt deine Preise einfach, du bist nicht mehr ausgeliefert, je nach, also das meine ich halt, du bist online halt einfach frei. Du kannst, also auch wir haben echt gar nicht so wenig Kunden aus Österreich und Schweiz zum Beispiel, die ja über eine ganz andere Zahlungsfähigkeit verfügen als wir in Deutschland. Mal abgesehen davon, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ich habe es schon gesagt, auch in den Live-Calls, Geld ist hier in der Regel nicht das Thema. Wenn ihr immer wieder hört, ich kann es mir nicht leisten, ich will es mir nicht leisten, ich kann das nicht bezahlen, whatever, dann ist die Chance, dass ihr irgendwas im Marketing oder im Produkt, dass da Fehler drin sind, ist viel, viel höher, als dass tatsächlich ausschließlich der Preis nicht passt. Das ist so aus Erfahrung heraus, tut euch selber den Gefallen und nehmt diese Antwort einfach als Einladung, mehr herausfinden zu müssen, was das Thema eigentlich ist, okay? Ja, und ich habe auch tatsächlich ja auch immer wieder
wenn ich so einen besonderen Workshop mache, der jetzt halt nicht ständig läuft, sondern, ja, weiß nicht, da hatte ich Anfang des Jahres was mit einer Ayurveda-Frau zusammengeplant, dann mache ich tatsächlich auch immer noch Zettel, ich drucke die aus, ich hänge die auf, aber ich glaube mittlerweile, das ist Blödsinn. Ich habe zwar schon von Kolleginnen, also hier auch meiner Vermieterin gesagt, ich sehe, du bist überall an allen wichtigen Stellen, beim Bioladen und ja, wo auch immer ich dich überall gesehen habe, aber wirklich, regionale Produkte macht Sinn, die regional zu bewerben, aber die wenigsten, die beim Kinderarzt das sehen, gehen dann wirklich zum Online, keine Ahnung, zum Online-Training. Ja, das ist also kleiner technischer Kniff übrigens, ja, kann ich dir erzählen, habe ich tatsächlich auch mit einer Kundin von mir gemacht, die in München unterwegs ist als Stillberaterin, um die verschiedenen Wege, wo die Kunden rauskommen, herauszufinden, könntest du theoretisch verschiedene Landingpages machen, je nachdem, wo du die Zettel aufgehängt hast und unterschiedliche QR-Codes hinterlegen, wo die Leute sich einscannen können. Quasi nur so hast du ja eine Chance, realistisch, das ist übrigens über alle Kanäle der Fall, es macht auch total Sinn herauszufinden, ob deine Leute auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder was auch immer irgendwo unterwegs sind. Also tut euch selber einen Gefallen, ein System zu entwickeln, wo ihr herausfinden könnt, relativ, also im Sinne von zu bestätigen, was deine Vermutung ist, wo eure Kunden tatsächlich herkommen. Ja, also ja das genau. Und für mich habe ich auch beschlossen, einfach also diese die Online-Werbung, ich hänge sie nicht mehr hier vor Ort auf. Das ist dann einfach irgendwie ein halber Tag. Also dann beschäftige ich mich lieber mit Online-Werbung am PC. Ja. Und das macht dann einfach, gibt einen besseren Outcome. Wie sieht jetzt so ein Arbeitsalltag aus für dich? Kannst du das mal skizzieren? Also gerade jetzt im Sinne von der Umstrukturierung sozusagen, ja, wir bekommen ein zweites Baby, ein zweites, richtig? Ja, oder ein genau. Kind, nein, ein zweites, ja. Okay, also wir bekommen ein weiteres Baby. So, welche Umstrukturierungen hast du jetzt gemacht, um sozusagen das Business bevorstehen zu lassen, sodass das für dich auch realistisch ist, dann mit Kita, Kind und Baby dem irgendwie gerecht zu werden? Was hast du gemacht? Ja, also Anfang Januar hatte ich tatsächlich, glaube ich, noch 10 verschiedene Kurse pro Woche. Also die auch wirklich zum Teil unterschiedliche Inhalte hatten. Also nicht derselbe immer 10-mal wiederholt, weil es einfach so viele Leute gibt, die mich einzeln brauchen, sondern weil ich auch total gern Kooperationen mache mit unterschiedlichen Leuten. Also ich habe immer so viel Lust, was Neues auszuprobieren. Und da ist die Gefahr vielleicht, dass ich dann denke, oh Gott, für 10 Kurse gleichzeitig Werbung machen. Bisschen schwierig und da habe ich jetzt einfach Stück für Stück zum einen reduziert, also ich mache jetzt seit nächster Woche dann nur noch 2 Kurse die Woche, einmal offline, einmal online und obwohl ich auch Anfragen hatte für offline, also einfach dieses Nein sagen lernen, zu sagen, okay, ich fokussiere mich auf das, was mir besonders wichtig ist, das, wo ich auch den höchsten Return noch sehe, weil ich muss jetzt einfach mich, ja, ich muss mich zurücknehmen, ich muss das abgeben lernen und da bin ich jetzt schon einfach in Vorbereitung schon länger, habe einfach geguckt, wem vertraue ich soweit, dass er meine Frauen mit meinem Trainingsstil auch übernimmt, weil ich würde jetzt nicht einfach irgendwen, ich kenne ja Leute auch vom Fitnessstudio, die Trainings geben, würde ich nicht einfach sagen, ja, mach mal ein Training für Frauen, sondern es ist mir wichtig, dass auch die Qualität stimmt. Ich mache jetzt nicht unbedingt sowas, wo man die ganze Zeit das Wissen vermitteln muss, sondern es geht schon um die Ganzkörperbewegung. Aber da habe ich einfach die Frauen gesagt, okay, ja, 2 Stück, die sich auch abwechseln können, die sich vertreten können, die jetzt auch schon einsteigen. Und ich einfach immer weniger mache, dass ich nicht jeden Sonntag hier auf der Matte stehen muss, sondern auch mal sagen kann, okay, ich mache jetzt einfach mal mit und genieße das auch. Und jetzt nicht um jeden Euro zu sparen, das ist es halt auch. Also man, finde ich, muss man dann auch, also wenn ich jetzt natürlich jemand den Auftrag gebe, natürlich muss ich die dann jetzt schon bezahlen, auch wenn ich jetzt vielleicht das Training noch geben könnte. Aber es ist mir einfach wichtig, dass sie da auch reinwächst in meine Gruppe. Und dass sie mit der Technik auch klarkommt. Also hat natürlich auch so schon online gearbeitet, aber einfach nicht so mit meiner Gruppe. Das ist dann nochmal was anderes. Was viele sich fragen natürlich, die jetzt schon Bestandskunden haben und so ein bisschen umstrukturieren wollen, um halt diesen Online-Bereich ein bisschen weiter auszubauen und so weiter oder auch eine Teamstruktur zu installieren. Wie haben deine Kunden das aufgefasst? Dass sie jetzt nicht mehr exklusiv betreut werden. Das ist ja wirklich ein großer Druckpunkt für viele, die 1:1 arbeiten oder
die natürlich, ne, unser Business ist ja zu 99% erstmal in unserer Person begründet. Also das ist sowohl für den Unternehmer als auch für die Kunden in der Regel erstmal irgendwie ein bisschen spooky, dass das jetzt passiert. Aber was hat sich tatsächlich so bewahrheitet von diesen ganzen Befürchtungen? Also ich muss sagen, das sind ja genau auch meine Ängste und ich bin ja auch noch nicht ganz raus oder waren meine Ängste. Mittlerweile glaube ich, es funktionieren schon, aber ich habe zum Beispiel meine Trainerin im Interview gehabt, auf Instagram. Ich habe letztes Jahr schon einmal mich vertreten lassen von einer, als ich krank war, da hatte ich nämlich dann auch einfach eine E-Mail geschickt, so, ah, heute ist Emi dran und nicht ich, weil ich bin krank. Das war auch so ganz plötzlich und ich wollte es dann aber nicht ausfallen lassen, das ist es ja auch so. Also ich denke auch, gut, die haben jetzt gebucht und ich will das nicht einfach ausfallen lassen ohne Ersatztermin und genau, und ein andermal war es tatsächlich so, dass es auch ganz kurzfristig war, wo ich sage, okay, ich bin krank, hier ist ein Link, wir können uns im Zoom treffen, dann sagt ihr mir, welche Aufzeichnung ihr turnt. Und das war für mich, glaube ich, so die Generalprobe zu sagen, ja, selbst die, die sonst nie eine Aufzeichnung machen, also sich selber anschauen, sondern immer nur zum Live-Training kommen, selbst die haben dann zum Teil mitgemacht und man hat gesagt, ach, so schlimm war es gar nicht. Ich dachte eigentlich immer, Aufzeichnungen mache ich nicht. Ich mache das nur, wenn du direkt dabei bist und mich auch motivierst. Aber ich spreche ja genauso in der Aufzeichnung, außer dass dann niemand zurückredet. Aber ich weiß ja, wo die Wehwehchen sind, wo man vielleicht noch irgendwas anpassen muss, wenn die eine Übung nicht passt. Das kann ich ja in der Aufnahme genauso machen. Und ja, jetzt sind tatsächlich, das hatte ich früher nicht, die Live-Termine, die ich sonst habe, also früher hatte ich immer nur Live-Online-Training und keine Aufzeichnung. Und die werden jetzt einfach direkt aufgenommen. Und das habe ich auch tatsächlich jetzt erst in den letzten 2 Monaten, glaube ich, gemacht. Und da kommen jetzt einfach auch Frauen, die sonst sonntags nie Zeit haben oder die von sich gesagt haben, nee, es lohnt sich nicht, weil ich schaffe es einfach zeitlich zu selten. Und das finde ich jetzt ganz toll, einfach mal zu sehen, das entwickelt sich. Also einfach der Kunde entwickelt sich. Also kann man tatsächlich darauf sich verlassen. Die Veränderung ist halt Entwicklung für alle und der Kunde entwickelt sich in der Regel mit. Du hast natürlich Kunden, die dich verlassen, du hast dafür aber auch neue Kunden, die dazukommen. Also das ist so, was ist so der größte Mehrwert, den du jetzt schon hast? Ich meine, das Baby ist ja noch nicht da. Jetzt hast du ja, ne, jetzt hast du, müsstest du ja theoretisch, wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe, müsstest du mehr Freizeit haben. Richtig? Ja, jein, noch nicht so richtig. Also tatsächlich habe ich jetzt auch am Sonntag, wo sie mitgemacht hat, habe ich auch mitgemacht. Aber es ist ja für mich auch nochmal ein bisschen entspannender. Aber es geht natürlich auch jetzt gerade um sehr viel Koordination. Also und auch zu überlegen, welche Schritte macht welche Frau. Weil ich die Technik dann im Nachgang, also ich nehme meine Kurse auf, dann schicke ich die Aufzeichnung per E-Mail rum, ich binde in den Mitgliederbereich ein und auch da hatte ich jetzt auch schon Kontakt mit einer, die mich vielleicht halt auch auf technischer Seite dann unterstützen wird, weil das ist es ja auch noch. Also wenn dann hier Sonntagstraining ist und ich liege gerade in den Wehen im Krankenhaus, da werde ich dann nicht noch gucken, oh, kann ich das auch am Handy alles machen oder nehme ich den Laptop mit, um mal zwischen den 2 Minuten veratmen noch was loszuschicken, sondern das, also die Sachen einfacher zu machen, vorzubereiten, also langfristig denken. Genau, und jetzt mache ich es halt tatsächlich auch noch so, dann komme ich heim nach dem Training, will dann meistens noch einfach meine Sachen losschicken und dann kommt das Kind 10-mal zwischendurch, dann dauert es auch wirklich irgendwie länger. Also für mich wäre es auch sinnvoller, ich bereite das alles unter der Woche vor und füge dann nur noch irgendwelche Links ein. Das zu sehen, dass es einfacher geht, ist auch so wichtig. Okay, das heißt aber am Ende kann man ja sagen, dass so Corona und das, also das Baby ja sowieso, aber dass Corona und das zweite Kind für dich eigentlich voll der Katalysator war nochmal auf diesem Thema Selbstständigkeit. Ne? Wie alt ist die Große jetzt? Ne? Die ist jetzt 5,5 und 5. Okay. Genau, also hat schon, gab schon so seine Zeit. Und ja, vielleicht, also der Corona-Start war natürlich überhaupt die Idee, okay, ich kann das auch online machen. Da auf die Idee wäre ich nie von selbst gekommen. Also ich dachte eher so, ich habe irgendwann mein eigenes Studio. Aber mittlerweile glaube ich auch, also ich habe immer noch kein eigenes Studio, wo ich sage, da kommen die Kunden hin, sondern ich miete mich, wenn dann irgendwo ein, beziehungsweise gehe auch vor Ort mal wohin, dass man zu Hause trainieren kann. Aber tatsächlich ist es mir am liebsten,
Online-Training, da habe ich alles da, was ich brauche. Ich muss nichts um die Ecke schleppen. Mhm. Und es funktioniert wahnsinnig gut. Also ich muss, natürlich macht es einfacher, wenn ich irgendwo anfassen kann und mal um Leute drum herum gehen kann. Aber es funktioniert auch so tatsächlich. Mhm. Und gerade für viele, die halt, ja, die Selbstmütter sind, die wenig Zeit haben, die sonst gar nichts machen würden, ist das einfach so die Alternative. Und da bin ich halt selbst auch, ne? Ich bin auch jemand, ich habe jetzt keine Lust, wenn ich gerade an so eine gesundheitlichen Probleme denke, oh, so schlimm ist es nicht, ich gehe jetzt nicht 2 Stunden nach Berlin irgendwo und so holen wir da die Fachperson, weil es vor Ort irgendwie niemand gibt. Mhm. Ja, das sind halt auch einfach diese praktischen Gründe. Der Punkt ist natürlich, du kannst halt online, also das sehe ich ja auch so, du kannst halt online einfach so viel mehr erreichen. Du kannst einfach viel mehr Menschen erreichen und wenn es nachher darum geht, wirklich, warum machst du das eigentlich, dann geht es natürlich darum, Menschen zu erreichen. Und das ist halt einfach was, wo ich sage, das ist auch, also das ist natürlich schön, wenn du das für 3 Leute kannst, aber es wäre ja 10-mal schöner, würdest du es für 30 können. Ja, also, oder halt auch da auch mal gedanklich erstmal darüber hinaus wachsen. Es war auch ja, wann war das? Anfang letzten Jahres hatte ich dann auch ein Channeling von einer Business, spirituellen Businessberaterin und fand das super spannend. Weiß nicht, ob ihr alle euch damit auskennt. Ich kannte es vorher gar nicht, aber sozusagen kriegst du dann deine persönliche Zukunft dir gesagt. Und da habe ich auch erstmal geschluckt, als sie sagte, ja, große Gruppen sind dein Ding und Gruppen sowieso. Also ich hatte das vorher schon gespürt. Davor dachte ich aber immer, wenn ich größer werden will, muss ich teures Einzeltraining machen. Mhm. Und es hat aber nicht so richtig funktioniert. Also ich hatte auch nie Anfragen, wo ich gesagt hätte, okay, ich wäre dann ausgebucht gewesen mit Einzeltraining. Liegt aber auch vielleicht einfach dran, dass die Gruppe einfach auch mein Ding ist. Also das ist auch das, was mir die Energie gibt. Und ich habe auch zwischendurch immer wieder überlegt, soll ich die kleinen Gruppen halt hier vor Ort einfach sein lassen, weil es finanziell nicht rentabel ist. Aber ja, ich konnte mich davon tatsächlich noch nicht trennen. Also das ist auch was mir im Herzen liegt, so in den Gruppen, nur halt nicht, also ich werde es auch in Zukunft nicht machen, dass ich da 10 Kurse die Woche habe. Mhm. Das ist einfach auch, ich sage gerade mit kleinem Baby, das ist nicht machbar. Also ich werde da auch einfach jetzt pausieren. Ich spreche auch immer wieder Frauen an wegen Trainerlizenzen. Vor, naja, 1,5 Jahren hatte ich dann eine, die dann aber auch schwanger geworden ist. Also ich habe das schon langfristig geplant, auch Menschen einzustellen, aber ja, war ein bisschen zäh bisher. Ja. Das ist halt, also das dauert halt auch seine Zeit, gerade für diese vor Ort, also das ist halt der Punkt, in dem Moment, wie du halt wieder offline unterwegs bist, bist du da ja auch wiederum an deine Strukturstärke gebunden oder eben, also das ist halt, das hat alles sein Für und Wider, also wir sind, im Insider Club sind wir 8 Leute und wir sind in ganz Deutschland verteilt. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste die hier in Rüdersdorf finden, also für den Fall, dass jetzt jemand aus Rüdersdorf zuguckt, nehmt es mir nicht übel, aber no way. Ich kenne niemanden, der auch nur halbwegs im Ansatz in Frage käme. Also, und das ist halt was, wo ich sage, das ist ja eine Riesenfreiheit, das einfach zu begreifen, im Sinne von, du kannst das so machen, wie du das möchtest. Da geht es gar nicht darum, jemanden auszuschließen, sondern es geht darum, die richtigen Leute reinzuholen. Das ist so, ne, also das ist ja auch völlig fein so. Keiner will ja permanent in der Überforderung irgendwie existieren. Also, Und ich habe auch den Eindruck, online lerne ich tatsächlich einfacher Menschen kennen, die zu mir passen, als offline. Also das irgendwie, ja, gerade, dass ich hier so, wenn ich über Instagram und Facebook, über Gruppen, über Businessgruppen andere Frauen kennenlerne, da merke ich viel schneller, ob es einfach Klick macht. Das ist ganz seltsam. Und hier vor Ort fällt mir das tatsächlich deutlich schwerer. Ja. Oder also, es macht ja nur so ein bisschen. Ne? Also ich nenne das liebevoll den Alien-Faktor. Das ist halt, weil wir halt wirklich eine besondere Art sind. Also durch dieses, nein, ist wirklich, also durch dieses unternehmerische Denken, das ist ja auch so, also wenn dein Leben daraus besteht, permanent den Status quo in Frage zu stellen. Das ist ja was Unternehmer wirklich exzellent macht. Jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, ist das, was wir machen, das Beste, was wir machen können? Und das ist, wenn du das aushalten kannst, dann bist du perfekt in diesem Unternehmerding. Wenn du sagst, um Gottes Willen, das hört sich riesen anstrengend an. Dann, ganz ehrlich, bleib lieber angestellt. Ja. Ja, und also, ich glaube, das war auch das Wichtige, was ich letztes Jahr noch lernen durfte. Also ich habe auch erst tatsächlich letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, meine Angestellten
mein Angestellten-Dasein verlassen, mit viel, ich sag mal, viel Konflikten in der Partnerschaft, weil ich habe halt auch, war immer neidisch auf die Frauen, die sagten, ja, mein Partner stärkt mir den Rücken und unterstützt mich in allem. Also der ist sehr für Sicherheit und warum hast du da, also wirklich, ja, war ja ein super sicherer Job. Also quasi wie Beamtentum, nur halt angestellt. Und das war mir aber so wichtig, auch für meine Gesundheit, glaube ich, für meine eigene und auch irgendwann dieses Gefühl, ich muss so rennen. Also ich hatte immer das Gefühl, ja, ich hatte diese 3 8-Stunden-Tage im Büro und dann an den anderen Tagen habe ich sozusagen meinen Sport und meinen Bürokram versucht durchzurattern plus mich zu erholen. Und abends habe ich dann halt noch alles gemacht, so was man sonst als normale Unternehmerin auch tagsüber tut. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist nicht, wie ich arbeiten will. Ich will nicht jeden Abend wieder auf dem Laptop hängen, bis in die Puppen. Ja. Also natürlich, es ist auch eine Fokussache. Ich mache es oft immer noch, aber nicht so, dass ich denke, um jeden Preis. Also mir ist es wichtiger, das Kind ins Bett zu bringen. Und dann habe ich auch die Zeit am Tage für die Aufgaben. Ja, vor allen Dingen Schlaf. Also Schlaf ist somit das Allerwichtigste, finde ich. Absolut. Also das ist so, Schlaf ist der Goldstaub, ne? Und das ist halt wirklich was, wo ich sage, so, das ist, wenn wir über Vereinbarkeit reden, dann ist es natürlich, die Frage ist nicht, ob du das machst, die Frage ist, ob es ätzend für dich ist. Richtig. Ja, also, und wenn ich morgens schon aufwache und denke, oh, jetzt muss ich heute ins Büro, ich bin so fertig, weil ich gestern bis in die Puppen noch irgendwie was geschrieben habe oder, keine Ahnung, Werbung vorbereitet habe für die nächsten Sachen. Ja, oder auch so was Einfaches wie Buchhaltung und das fällt mir auch abends dann richtig schwer. Ja, das muss auch nicht sein. Und es ist mir auch super wichtig zu sehen, ich habe nicht jeden Tag mit Terminen verplant. Also sowas wie heute unseren Termin, der fällt mir dann leicht. Aber so wirklich Kundenbetreuung von morgens bis abends, das wäre auch nichts für mich. Das, also ich das kann jeder genau, das kann jeder ja so steuern, wie er das gut findet. Also ich kann sagen, wir haben jetzt auch, also das wissen ja alle, die jetzt dabei sind, wir haben jetzt echt 6 Wochen hart on the go gehabt, also mit mehrfach die Woche auf verschiedenen Kanälen und so weiter. Ich freue mich sehr aufs Training morgen. Das sind ja jetzt, wir haben über 200 Leute mittlerweile in der Facebook-Gruppe, die sich angemeldet haben für das Training. Von der meint ja, das hat super gut funktioniert. Aber ich bin völlig bei dir. Also ich habe ja meine Fitness- und Sportblogger fest in meinem Kalender stehen und es ist der erste Launch, wo das wirklich stand und auch stattgefunden hat. Also sonst war das nämlich immer so, dass du das natürlich dann schnell rausstreichst, weil einfach andere Sachen gerade eine höhere Priorität haben. Das war für mich nochmal eine andere Art auch zu launchen und festzustellen, okay, was brauche ich eigentlich wirklich? Und das ist ein Riesenforsch, also das ist wirklich das Allerbeste eigentlich, also was heißt das Beste? Das ist das Beste und ist auch die größte Herausforderung im Selbstständigsein. Du hast einfach eine komplett andere Lebensstruktur. Du kannst dich von dem Thema, also du kannst gerne sagen, Regina, wie sich das für dich anfühlt, aber du kannst dich von diesem Thema Work-Life-Balance, kannst du dich komplett verabschieden. Einfach, weil das Konstrukt Work-Life-Balance kommt aus dem Angestelltenverhältnis. Du hast diesen Punkt gar nicht mehr. In dem Moment, wie du nicht mehr angestellt bist, ich nenne das liebevoll, ist meine Life-Life-Balance. Einfach, weil ich es lustig finde. Ja, weil ich denke so, ich meine, das macht es uns ja so einfach, 100% der Zeit irgendwie in Kontakt zu sein. Und ich glaube, es ist auch einfach ein Lernprozess. Hat absolut auch, glaube ich, sehr viel mit Selbstwert zu tun. Wann mache ich richtige Pausen? Und die Leute gehen es unterschiedlich an. Also tatsächlich sagen ja auch viele, nein, ich benutze mein Handy erst dann ab 8 Uhr, wenn ich am Schreibtisch sitze und vorher nicht. Und das ist zum Beispiel auch so gar nicht mein Stil. Und ich tausche tatsächlich auch mit meiner Kundin aus dem Einzeltraining auch abends noch, wenn ich manchmal im Bett liege, Nachrichten aus. Und das ist für mich in dem Moment okay. Aber es ist in dem Fall nicht der Stress, dass ich muss das machen. Aber letztes Jahr... Also die Frage ist halt, wie fühlt es sich für dich an? Und solange, und das ist halt auch sowas, ihr dürft euch davon wirklich frei machen. Gerade die Mädels, die bei mir sind, die also, so wie Regina, die arbeiten alle sehr gerne, in der Regel viel. Das ist für die anderen halt, also viel im Sinne von, das finden die anderen, dass das viel ist. Also macht euch da frei von. Es ist völlig Bums, was deine Schwiegermutter findet, ob du viel oder wenig arbeitest. Die Frage ist, ob es dir gut geht damit. Ja. Also wenn es dir schlecht damit, also wenn du eine Zwangspause kriegst, weil du sagst, naja, es erwarten ja auch alle, dass ich jetzt auch mal chille und du sitzt dann da und kannst eigentlich nicht stille sitzen, dann ist das ja wie, also das wie für Kinder die stille Treppe. Was ist das denn für eine Strafe? Was soll das denn? Also
wo ich denke so... Das ist ja auch tagesformabhängig, total. Also oder gerade beim Frauenzyklus abhängig. Es gibt einfach Tage, da willst du um 8 Uhr ins Bett und es gibt Tage, da kannst du bis nachts um 3 arbeiten. Oder auch, ich sag mal, typabhängig. Also ich bin echt nicht der Typ für die Nachtsarbeiten, obwohl ich es lange, lange gemacht habe. Genau, und einfach auch dieses, wo zieht es mich heute hin, so da nachzufühlen. Und was ich auch losgelassen habe, ist dieses abends ständig irgendwelche Serien mit einem Mann gucken, weil ich gemerkt habe, dass, also das ist nichts, was mir jetzt das Gefühl gibt, wir haben Verbindung. Das ist mehr, dass ich das eh nicht mehr gucken kann, weil es mich total aufwühlt, ne, Hormone und so. Und dann kann ich entweder was für mich tun hier. Der Hit, habe ich sowieso immer meine Worte ausgerollt. Ne? Das ist nämlich auch noch, also ich will auch nicht immer nur für das Business oder für die Familie, sondern auch noch ein bisschen Zeit für mich und überhaupt den Raum zu geben. Da darf noch was anderes sein. Also als ich angestellt war und versucht habe, die Selbstständigkeit in dem Rahmen trotzdem zu pushen, vor allen Dingen mit dem Gedanken, wenn ich dann so viel verdiene, wie im Angestelltenverhältnis, dann kündige ich meinen Job. Also das ist so, ja, das ist lustig, war einfach überhaupt nicht möglich, so, ne? Das ist lustig, und dass du das ansprichst. Also, weil, so ein Druck irgendwie. Also wir haben im Insider-Club ja tatsächlich, wir geben ja das Versprechen raus im Insider-Club für, wir ersetzen innerhalb eines Jahres dein altes Gehalt. Und das Witzige ist, dass alle kommen und sagen so, okay, Katrin, das ist ein cooles Versprechen, das finde ich attraktiv. Und dann aber sagen so, ja, aber ich bleibe in meinem Job, das sind 30 Stunden in der Woche und dann machen wir das. Und dann sage ich so, das wird nicht klappen. Ja, aber wieso nicht? Ich sage, weil 15 Stunden die Woche halt schlichtweg nicht ausreichen und für mehr hast du nicht die Energie. Wenn du Kinder hast und einen Mann und all diese, du hast nicht mehr als diese 15 Stunden, wenn du für 30 Stunden arbeiten gehst. Und wenn es dann richtig bescheuert läuft, dann sagen sie so, ja, ich fahre auch jeden Tag eine Stunde hin und her. Dü-düm. Also, und das ist sowas, wo ich wirklich sage, so, das ist echt abgefahren. Wie viele, was denkst du, du bist jetzt seit, wie lange bist du jetzt voll selbstständig? Das ist jetzt erstmal knapp über ein Jahr und davor, also 2017, hatte ich meine Ausbildung gemacht, die erste Sportausbildung. Und davor ist, also ich sag mal, es war ein Taschengeld und eigentlich die ersten 2 Jahre habe ich immer sofort wieder alle möglichen Sachen gekauft, ne? Also vor allen Dingen Fortbildung und Zubehör für meine Kurse. Also ich habe das eigentlich alles, was ich an Geld hatte, gleich wieder verballert. Hat auch wahnsinnig Spaß gemacht. Jetzt brauche ich nicht mehr so viel Material natürlich. Ja. Dafür mehr dann für die VAs und die Trainer und ich sag mal Technikkram. Aber das ist einfach auch von der Belastung her. Also wenn man einen Job hat, der einen irgendwie müde macht und auslaugt, man braucht einfach auch nochmal Zeit zum Luft holen. Mhm. Und ich hatte zwischendurch auch mal so Sachen probiert, wie hier Network Marketing. Und da saß ich auch abends dann immer noch am PC, wo ich dachte, eigentlich mache ich das doch, weil ich Zeit für mein Kind haben will. Und ich mache es, also was ich jetzt in der Zeit wirklich total genieße, also ich mache mir normal keine Trainingstermine vor 9 Uhr. Das heißt, ich bringe mein Kind zu 9 Uhr in die Kita, wir laufen dahin und allein so der Start in den Tag, das finde ich so schön im Vergleich zu vorher, wo ich dann, also ne, um 19:30 schnell dort sein, das Kind zusammenschreien, damit es irgendwie mitmacht mit Zähneputzen und Hangelcampen. Das war irgendwie so das Allerschrecklichste. Und die Selbstständigkeit gibt mir einfach den Freiraum zu sagen, okay, ich habe jetzt die Zeit. Und ja, und das ist mir einfach wichtig. Also andere Frauen sagen, okay, nee, die gehen immer von 8 bis was auch immer, 15 Uhr und das ist fertig. Aber für mich ist es so ein schöner Start in den Tag, keinen Stress zu haben nach dem Aufstehen. Und ich wach trotzdem früh auf, weil ich auch früh schlafen gehe. Ja. Und dann bin ich manchmal auch noch, falls das Kind nicht wach ist, dann mache ich vorher auch noch was, bevor wir losgehen. Und wenn nicht, also selten mache ich eigentlich vorher was. Dann haben wir einfach eine schöne Zeit zusammen. Und voll. Und auch Nachmittag, ne? Also so spätestens 3:30 bin ich wieder los, bin ich unterwegs und dann verbringen wir da den Tag auf dem Spielplatz und das war's. Und da, ich setze mich trotzdem abends oft noch hin. Aber es ist nicht so mit diesem Druck, mit dem Stress, wenn ich es heute nicht mache, dann wird es nie was. Sondern wenn ich heute Lust habe, dann... Das ist halt der Punkt, ne? Also das ist so dieses, wir machen uns halt selber den Druck. Also ich wurde jetzt auch in der Vorbereitung gefragt, ob ich selber eigentlich dieses neben dem Job gemacht habe. Und ich habe das ja selber nicht gemacht. Also einfach, weil ich hatte vorher einen Job, der
der war sehr gut dotiert und dann könnt ihr euch ausrechnen, wie hoch die Chance ist, dass man sowas auf einer Teilzeitstelle abbilden kann. Und dazu kam halt, dass ich einfach auch einen hohen variablen Gehaltsanteil hatte, das heißt, der nach Leistungen bezahlt wurde. Das bedeutet, das ist einfach dann nicht mehr darstellbar. Und tatsächlich habe das Dilemma, was mir alle Frauen bestätigen, also wie Regina gerade sagt, ich habe das schon am Horizont gesehen. Also ich habe 5 Monate mit meiner 13 Monate alten Tochter und schwanger 5 Monate diesen Vollzeitjob gemacht und habe gesagt, das mache ich auf gar keinen Fall nochmal. Und da war das zweite Kind noch gar nicht da. Und ich habe schon gewusst, mit dem zweiten Kind, ich erschieße mich nach 2 Wochen. Ja. Das, ich will das nicht. Das, mein ganzes System hat gesagt, nein, nein, ja. Geh weg. Ja, nein, ich kann auch das, richtig das geht überhaupt nicht. Und das ist einfach was, wo ich wirklich sage, so, das ist so wichtig, weil natürlich, also Vereinbarkeit hat vor allem was mit Entscheidungen zu tun, im Sinne von auch was anderes loslassen. Du kannst das bestehende System nicht ausdehnen im Sinne von, dann wird die Lücke schon frei werden, sondern das ist halt, die 24 Stunden sind gefüllt und jetzt ist halt die Frage, was machen wir jetzt, wenn du diese Lücke wirklich willst? Und die Frage, die sich schon stellt, ist, also jetzt mal ganz bescheuert gesagt, aber du hast in deinem Leben das, was du zur Priorität gemacht hast. Richtig. Und dann hast du das nicht, weil du es halt nicht zur Priorität gemacht hast. Also das ist so, und in dem Moment, das ist was, was ganz, ganz viele beschreiben. Deswegen, ich finde das cool, dass du das von selber erzählst, sonst muss ich das immer so ein bisschen konstruieren, dass die Leute mit der Sprache rausrücken. Aber das, was halt schon man oft sieht, ist, dass wenn die Entscheidung für die Vollselbstständigkeit gefallen ist, selbst wenn es dann erstmal über den Umweg ALG 1 zum Beispiel geht, was ja für alle möglich ist, ey, ihr hattet alle gute Jobs, ihr kriegt ein gutes ALG 1, dann hast du wenigstens den ganzen Tag Zeit. Stell dir vor, du könntest jeden Tag, wenn dein Kind im Kindergarten ist, volle Energie auf dein Business geben, wie weit du kommen würdest in so kurzer Zeit. Das ist unglaublich. Und da ist so viel Energie drin, dass wenn sie das einmal entschieden haben, du dann plötzlich merkst, und dann kriegen die in 3 Monaten Sachen umgesetzt, die sie in 4 Jahren nicht auf die Kette gekriegt haben. Und ich denke so, es gibt im Himmel keinen Preis für, du hast am krassesten gelitten. Schminkt euch das ab, das gibt's nicht. Das ist Blödsinn. Dem einzigen Menschen, denen das wehtut, seid ihr selber. Und ihr werdet feststellen, durfte ich nämlich auch feststellen, dass die Zeit mit den Kids, die bringt euch keiner zurück. Das ist weg. Sicher. Darüber habe ich ungefähr 2 Wochen geheult, okay? Als ich dann tatsächlich mit meiner 1-jährigen Tochter festgestellt habe, ich habe dieses halbe Jahr, wo ich gearbeitet habe, also ich habe weder das, also meine Tochter ist gefühlt über Nacht 2 geworden, weil ich das einfach nicht mitbekommen habe. Das ist auch bis heute weg, also das ist so, das kommt nicht wieder. Und ich habe tatsächlich auch die Schwangerschaft mit meinem Sohn eigentlich nicht wirklich mitbekommen. Also ich war einfach sofort so dick. Also weil du halt einfach mit Arbeiten beschäftigt warst. Und das ist halt das, wo ich wirklich sage, so, da war für mich, das war der Hammer, auch festzustellen, so krass, das gibt dir keiner wieder. Und ich habe meinen Job geliebt und gesagt, und trotzdem, das ist es mir nicht. Und das finde ich halt so cool, dass du sagst, obwohl du deinen Job liebst. Und für mich war irgendwie immer schon klar, ich will auf jeden Fall was anderes machen. Das Traurige ist, das war eigentlich schon so 3-4 Monate, nachdem ich den Job angefangen habe. Das ist auch. Ich bin dann aber irgendwie auch aus diesen Sicherheitsgründen mit, oh Gott, wer nimmt mich denn sonst? Also ich war auch tatsächlich nach dem Studium, ne, 1 Jahr irgendwie arbeitssuchend. Und also das macht halt auch was mit einem, dass man denkt, so, wer will mich denn überhaupt? Und mittlerweile denke ich, also mich hatten auch Freundinnen gefragt, ja, warum suchst du denn nicht einfach erst einen anderen Job? Der bietet dir auch Sicherheit. Aber ich hatte irgendwie dieses Gefühl, ich habe keine Lust auf dieses für andere was machen, worauf ich gerade keinen Bock habe. Also ja, es war halt schon auch so ein bisschen behördenähnlich, wo ich dachte, ich will Sachen umsetzen. Also ich war die motivierteste in unserem kleinen Team. Also ich hatte auch echt ein schönes, sympathisches Team, aber war zeitweise ja die Einzige dann unter 50. Und wenn man da halt irgendwie schon 20 Jahre sitzt, dann ist man einfach, ja, das macht was mit einem. Dann merkt man Prozesse, die dauern einfach lange. Du musst 100-mal Leute fragen und dann wird es doch nicht umgesetzt. Oder du arbeitest 2 Jahre an etwas und dann kannst du es in die Tonne hauen. Und so kann ich einfach Sachen ausprobieren. Und das in die Tonne hauen, ja, fällt mir auch manchmal noch schwer. Oder auch zu sagen, nee, ich mache weniger. Aber ich kann das in viel kürzeren Zeitraum machen. Ich mache jetzt was, ich habe jetzt drauf Lust und ich will das jetzt umsetzen oder zumindest mal ausprobieren. Es muss ja nicht für immer bleiben und die Freiheit, die möchte ich einfach haben. Ich fand das auch noch interessant, wo du sagtest, ja, in der Schwangerschaft, die hast du auch nicht richtig mitgekriegt und ich glaube, das ist für mich jetzt gerade auch noch so ein besonderer Wert in der Schwangerschaft zu sagen, ich mache Pause, wenn ich will. Also natürlich mit den 10 Kursen die Woche ist auch eine Herausforderung gewesen, aber auch für mich die Entscheidung zu sagen,
ich mache das weniger, ich lege mir da, lege ich mir noch was hin oder da mache ich es einfach nicht. Und ja, zu sagen, ich mache dann einen Kurs am Tag und dann kann ich mich mittags hinlegen. Ich kann gut essen, ich kann auch einen Spaziergang machen und nicht einfach einen ganzen Tag sitzen. Also ich merke, dass ich körperlich einfach so viel fitter bin. Und in der ersten Schwangerschaft hatte ich halt echt 8 Stunden Büro, 1 Stunde Zugfahrt morgens, 1 abends. Dann sitzt man noch auf dem Sofa, beim Mittagessen saß man auch. Also ich habe echt einfach, ich war einfach nur müde die ganze Zeit. Ja, und musste auch früh aufstehen. Das Ding ist halt einfach, da sind so viele Freiheiten drin und für die, die jetzt aufmerksam waren, wir sind ein bisschen über die Zeit gegangen, aber ich finde es wirklich wertvoll. Das, was wir jetzt besprochen haben, hat gar nichts mit wirtschaftlichem Erfolg zu tun. Also ich will das ganz deutlich sagen, das ist wirklich was, weil die Leute kommen und denken, sie müssten erst Gott weiß wie erfolgreich werden, damit das stattfindet. Das ist ausgemachter Bullshit, okay? Und ich kann dir sagen, es macht viel mehr Sinn, diese Dinge zu tun und die richtigen Prioritäten zu setzen und damit erfolgreich zu werden, als die Scheiße, die du jetzt schon hast, zu skalieren auf wirtschaftlich erfolgreich mit der Hoffnung, dass du dann weniger Scheiße hast. Das macht keinen Sinn. Also bau das Leben so, wie du es gerne hättest und dann versuchst du das nach oben zu schieben und nicht andersrum. Die meisten Selbstständigen bauen sich, darüber werden wir morgen auch im Live-Training reden, die meisten Selbstständigen bauen sich ein Business, was exakt das nachbildet, was sie aus ihrem Angestelltenverhältnis kennen. Das heißt auch bescheuerte Teammitglieder, das heißt auch schwierige Kunden, das heißt auch komische Preisdiskussionen, das heißt all diese Dinge. Also tu dir selber den Gefallen und geh vielleicht 3 Meter zurück und sag, okay, was will ich denn eigentlich? Und dann bauen wir daraus ein Business, als das irgendwie so während der Fahrt so, naja, das wird schon, das werden die Leute schon kaufen und das, naja, ich habe gehört, das funktioniert, dann machen wir das mal. Das ist scheiße, okay, das wird eh nicht funktionieren. Also wenn du nicht total der Freak bist, dann wird das zu 99% in die Hose gehen. Also, und das ist was, wo ich wirklich sage, so, okay, das macht Sinn, da wirklich Hausaufgaben zu machen. Eine der zentralen Fragen, die man stellt, ist immer, wie willst du dein Familienleben eigentlich führen? Welche Art von Leben möchtest du führen? Das ist die Frage. Und alles andere, dein Business, ist Mittel zum Zweck. Ich erzähle niemandem, wie man ein Business macht, damit er reich wird, weil das langweilt mich. Ich finde, es eine komische, was ist das für ein Ziel? Das ist langweilig. Wirklich, also... Ja, da kriegt man auch keinen Herzschlagen oder so, wo man denkt so, ja, das will ich, so reich sein. Also auch, verstehe ich gar nicht, Regina, warum kriegst du denn jetzt bei 100.000 Euro im Monat kein Herzklopfen? Ja, es hat so wenig Gefühl da drin, ne? Aber das ist der Punkt, also das ist so, das ist wie Ziele, also das ist so, natürlich ist das cool, wenn ich sage, wir begleiten im Jahr über 150 Frauen in die Selbstständigkeit. Wenn ich das auf meine Jahresagenda schreibe, dann denke ich so krass und dann stelle ich mir die echt in einem Raum vor, dann sehe ich die einzelnen Gesichter, mit wem du wie viel Kontakt hast und so, das ist richtig cool, okay? Aber warum ist das cool? Nicht, weil die Zahl 150 cool ist, sondern weil ich weiß, dass wir maßgeblich 150 Familienleben in echt beeinflussen im positiven Sinne. Und das ist cool. Und das ist was, wo ich sage, aber das ist eine Arbeit, da darf man reinwachsen, das hat man nicht sofort. Also das ist, ich will euch da nichts vormachen, das ist so, du wirst das bestätigen, Regina, das ist ein Schritt, das ist Schritt für Schritt für Schritt für Schritt daran zu arbeiten. Und die Vision darf sich ja auch ändern mit der Zeit und ich glaube, das ist auch so das Wichtige, was wir bedenken dürfen, dass wir dürfen uns immer wieder umentscheiden. Ich muss auch nicht bis zum Ende meines Lebens hier Sport machen, wenn ich irgendwann sage, nee, jetzt doch was anderes. Ja, genau. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also da gibt es verschiedene Aspekte, die man einfach berücksichtigen kann, um diese, wie soll ich sagen, wie sagt man so schön, um diesen Point of View irgendwie einfach zu entwickeln, also diese Perspektive auf das Thema. Das ist was man einfach ein bisschen üben muss. Das ist aber nicht so schlimm. Dafür gibt es ja Menschen, die schon vorangegangen sind, die da, so wie ich, das sehr frei, fromm, fröhlich auch teilen. Das kostet nichts, das tut nicht weh, hört euch das an, weil es einfach hilft, sich dem Thema besser zu widmen, sozusagen, im Sinne von, da kannst du echt 3, 4 Bausteine auslassen. Okay, dann einen Schritt nochmal zurück, Regina. Letzte Frage. Wenn du zurückdenkst, so bevor deine Tochter geboren wurde, in diese Zeit ungefähr, und du würdest jetzt selber sagen, okay, stell dir vor, du hast eine Freundin, die ist jetzt schwanger, sitzt vor dir, sagt, hat ihren angestellten Job, weißt aber, eigentlich gefallen tut, der hat ja das noch nie, keine Ahnung, warum sie das macht. Was würdest du der für einen Tipp mitgeben? Folge der Freude, glaube ich. Mhm. Weil du kannst vielleicht noch gar nicht wissen, was dir mal, was mal dein Ding ist. Also bei mir, es entwickelt sich ja immer noch. Ne? Mhm.
Also ich glaube nicht, dass ich da schon angekommen bin. Also auch mit steigendem Cashflow wird sich das weiterentwickeln. Das ist einfach so. Du hast ganz andere Möglichkeiten plötzlich und dann hast du auch andere Ideen. Das ist auch völlig fein. Ja, und ich habe am Anfang diese Supervision nicht haben. Ja. Also, aber Folge der Freude finde ich cool. Das ist eine der großen Maxime bei uns im Unternehmen. Ist, wenn es keinen Spaß macht, mach was anderes. Ja. Ja, und ist natürlich auch wieder Typsache, aber ich glaube, Freude ist schon ein guter Wegweiser. Ja, absolut, absolut. Und das macht halt alles leicht. Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon, ne, das macht schon Sinn. Also weil keiner von uns, also du brauchst ja, weißt du, also jetzt mal ohne Witz, aber um den ganzen Tag keinen Spaß zu haben, kannst du auch angestellt bleiben. Richtig, richtig. Um das mal ganz übertrieben, also für Scheiße, da bist du ja schon. Kann ja nur besser werden. Also, und das ist halt was, wo ich wirklich sage, okay, da darf man gerne auch mit ein bisschen, wie soll ich sagen, Humor ist eine gute Art und Weise, auch Druck rauszunehmen. Also für sich selber, auch über sich selber zu lachen. Also meine Mitarbeiter wissen das, ne? Ich kann am allerbesten über meine eigene Doofheit lachen. Das passiert mir mehrfach täglich. Und das ist eine gute Art und Weise, einfach auch nicht so streng mit sich selber zu sein. Im Sinne von, du müsstest das doch alles können und so weiter. Also, lass uns das für heute schließen. Regina, danke für 50 Minuten. Du hast den Rekord gebrochen. Aber auch ein bisschen Typsache. Genau, aber macht ja nichts. Ich wusste das schon. Es gibt so einzelne Interviewpartner, mit denen ist das eine Herausforderung, pünktlich zu schließen. Ich bin auch so ein Interviewpartner. Von der Warte her, mach dir keine Sorgen. Mir passiert das ständig. Freue ich aber auch Und in diesem Sinne, ich danke euch sehr. Ich wünsche euch einen zauberhaften Montag. Wer Lust hat, wir sind heute Abend nochmal live, 19.30 Uhr mit Efi. Da geht es nochmal darum, ist wirklich Auswandern tatsächlich eine Alternative, um das Problem Vereinbarkeit zu fixen. Das finde ich auch richtig spannend. Und für alle, die noch nicht angemeldet sind, also ich sehe euch Dienstag im Live-Training um 10. Ich verlinke euch hier unten drunter nochmal die Facebook-Gruppe, dann könnt ihr gerne dazukommen. Und dann wünsche ich euch erstmal einen zauberhaften Tag heute. Ne? Danke, Regina. Bye, bye. Danke, schön war's.